Volle Fahrt voraus! Das Yoga-Boot macht es möglich. Und wenn du jetzt denkst, ach mein Gott, jetzt ist die vollkommen durchgeknallt. Ja, vielleicht war ich auch ein bisschen zu lange an der See und habe zu vielen Booten zugeguckt. Dabei kam mir auf jeden Fall die Idee, hey, da gibt es doch eine tolle Yoga-Pose zu. Und auch eine Yoga-Pose, die wirklich so, 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 so viel bringt. Denn sie stärkt nicht nur den Bauch, sie sorgt insgesamt dafür, dass unser Körper gerade wird, stärker wird und ja, baut auch wieder Stress ab. Und deswegen umso wichtiger, da mal einen genauen Blick drauf zu werfen. Und weil ich weiß, dass das Yoga-Boot viele Anfänger vor eine Herausforderung stellt, habe ich heute auch noch drei Alternativen zum Boot für dich dabei. Vielleicht erstmal, wovon spricht die Frau überhaupt? Was ist denn eigentlich dieses Yoga-Boot, von dem da die Rede ist? Wie sieht die Haltung denn aus? Beim Boot, da geben wir unsere Arme hier auf Schulterhöhe nach vorne. Dann gehen wir leicht mit dem Oberkörper nach hinten, sodass der Rücken noch gerade bleibt. Heben dann noch die Beine hoch und dann merkst du auch schon, wenn du jetzt direkt mit mir mitmachst, okay, dafür braucht man ja schon Kraft. Einige Yoga-Anfänger können diese Übung aber aufgrund von fehlender Kraft noch gar nicht machen. Und deswegen habe ich für dich heute Alternativen mitgebracht. Wenn du also jetzt nach hinten kommst, dann stütze dich hier hinten mit den Händen ab. Hebe dann erst das eine Bein und das andere Bein dazu. Und dann kannst du so langsam die Hände so ein bisschen vom Boden lösen und auch wieder abstellen. Eine zweite Möglichkeit, nutze einen Gurt, denn der Gurt hält dich zusammen und gibt dir so ein bisschen Kraft. Möglichkeit Nummer zwei, du hältst dich hier selbst fest. Du gibst die Beine nach oben und die Hände hier unter deine Knie. Schau dabei, dass der Rücken schön gerade bleibt. Du kannst aber zum Beispiel auch erstmal mit einem Bein anfangen. Das heißt also, du hebst erstmal ein Bein vom Boden ab, hältst dann hier und hebst das andere Bein dann vom Boden ab und hältst wieder hier. Mache das so im Wechsel, du kannst das Bein noch ein bisschen weiter ausstrecken und halte dann jeweils, um erstmal Kraft zu bekommen. Vielleicht hast du aber auch einen Yoga-Gurt irgendwo in deiner Nähe. Dann kannst du hier so eine große Schlaufe machen, den Gurt hier in etwa auf Höhe deiner Schulterblätter platzieren und den anderen Teil hier unten an deinen Beinen und dann dich so in die Stellung hereinhängen, so wie da eine Art Mini-Hängematte. Der Vorteil ist, dass es hier nicht ganz so anstrengend ist. Ganz ehrlich gesprochen ist aber das Boot keine Stellung, die ich mit meinen Anfängerinnen im Anfängerinnenkurs schon mache. Da bereiten wir erstmal so ein bisschen darauf vor, denn wir brauchen für das Boot wirklich Kraft im Rücken, wir brauchen Kraft in der Bauchmuskulatur, in der Core-Muskulatur. Und durch eine regelmäßige Yoga-Praxis bekommen wir die auch. Und dann können wir auch weitermachen mit dem Boot. Und wenn du sagst, oh ja, ich würde mal gerne Yoga von Grund auf lernen. Und zwar nicht so advanced, sondern wirklich bei minus 2 am besten. Also so ein Yoga-Vorkurs. Dann ist der unkomplizierte Anfängerinnenkurs genau dein Ding. Hier unten gibt es den Link zur Warteliste. Da darfst du dich sehr gerne ganz unverbindlich drauf eintragen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge.